So, ist aber ein bisschen wackelig das Ganze. Kenner haben wahrscheinlich schon gesehen, wo wir uns hier befinden. Und zwar sind wir mal wieder in der ehemaligen St. Barbara Kaserne zu Dülmen. Ich habe da gerade zur OHG rüber gefilmt. Neben der OHG befindlich war hier die Turnhalle. Und Hauptaugenmerk der ganzen Geschichte sollen die Blöcke 25, 26 und 27 sein. Dass wir da mal einmal schauen, was ist noch von der Infrastruktur erhalten. Wie sieht es da drin aus? Ob wir da noch mal von der anderen Seite dann zur OHG kommen, ob wir da das Gebäude vielleicht noch mal von außen filmen können, müssen wir gleich mal schauen. Aber zuerst werden wir uns jetzt zu den drei genannten Blöcken bewegen. Tja, und hier seht ihr, hier fehlt ein ganzer Block. Ich meine, hier stand noch ein Block. Links ist der Block 24 zu sehen. Und hier fehlt das. Das ist was neu gebaut. Und dann ist da drüben, wie man sehen kann, der ehemalige Sandbereich. Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern wir uns hier aufhalten dürfen. Ich werde hier gleich mal den geordneten Rückzug antreten. Ja, das werde ich genau jetzt machen. Hier, wo das neue Gebäude steht, da gab es eine Minigolfanlage vor dem Block. Wenn mir da jetzt mal einer was zu sagen kann, das wäre richtig klasse. Ich war hier, also ich habe die selber gesehen, als das hier brach lag. Das ist aber jetzt schon etliche Jahre her. Ich habe leider keinerlei Fotos oder sonst irgendwas von dieser Anlage damals gemacht, weil ich dachte, das läuft ja nicht weg, das ist ja noch da. Tja, eines Tages ist es dann eben nicht mehr da und dann hast du es nicht archiviert. Also wenn da jemand noch was weiß, wer das Ding dahin installiert hat oder vielleicht auch noch ein Foto hat, immer her damit, bitte bei mir melden. Das kann man auch noch irgendwie vielleicht in ein Video oder so mit einbauen. Da ich vorhin gar keine Begrüßungsformel gesprochen habe, mache ich das jetzt mal eben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Heute wieder mit dabei in Dülmen der Carsten und natürlich auch der Dexter. Der Carsten unterstützt mich hier so ein bisschen. Der wird nämlich gleich den Hund dann wieder an die Leine nehmen, dass er hier im Block nicht zu sehr durch die ganzen Scherben und so weiter läuft. Und damit im Hintergrund 24. Jetzt im Vordergrund zu sehen, der Block Nummer 25. Zudem werden wir uns jetzt irgendeinen Eingang suchen, wie wir da reinkommen. Das sieht hier vorne schon sehr gut aus. Das Fenster ist nämlich offen. Hier der Treppenabgang zum Bunker. Tja, und hier gehen wir jetzt mal einfach in die Bude rein und dann gucken wir mal weiter, was hier abgeht. Tipp top.
Ja, ihr habt es gerade gesehen, hochdynamisch in das Gebäude eingedrungen. Und dann blicken wir uns nochmal drin um. Irgendwas von Belang ist. Eigentlich ist hier auch wahrscheinlich alles kaputt. Hier überall in den Gebäuden der Putzraum. Und hier auch nochmal Sanitärräume. Hier Kleinigkeiten. Das wird wahrscheinlich auch. Ja, ist irgendwie verschlossen, aber ist jetzt auch für mich nicht relevant. So, Waffenkammer, ehemalige. Was haben wir da? Stube 05 hieß es. Ah. Oh, hier haben wir schon mal ein schönes kleines Wandporträt. Das ist nur die Sache. Ich muss mal eben die Taschenlampe rausholen, weil das ist hier einfach. Erstens ist es heute draußen sehr dunkel. Und zu uns ist es hier drin natürlich auch sehr dunkel, weil hier die ganzen Fenster ja, eingewachsen sind und so weiter. Es nimmt einfach Licht. So, hier dargestellt das südliche Münsterland. Wunderbar. Hier ist noch ein bisschen Schwarz-Rot-Gold angebracht. Ach, links auch als Rahmen. Gut, dann gehen wir weiter. Oh, guck mal hier. Hier haben wir noch viele weitere schöne Dinge. Hier haben wir auch die Waffenkammer. Ja, der typische Boden, den man da immer drin hatte. Und oben haben wir noch einen Bewegungsmelder von der Alarmanlage. Oder was ist das? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, das ist hier alles. Alarm gesichert gewesen, natürlich nicht mehr. Hier haben wir wieder einen wunderbaren Nistplatz für einen Vogel. Ja, großartig. Was hier leider fehlt, das sind die schönen, was sowas soll, weiß ich nicht. Das sind die schönen Ausgabetische und natürlich auch die Regale, wo die Waffen drin standen. Hier können wir raus. Oh ja, oh. Hier können wir raus. Super. Und dann machen wir mal eben kurz eine Aufnahme von außen von der ganzen Geschichte. So sieht das hier also aus. Das ist fantastisch. Da können wir nämlich gleich auch die Kompanie von hier einfach verlassen. Hier auch noch mal so ein bisschen, ja, was ist das? So eine Art Schieferverblendung. Das sind einfach die Zeitzeuge. Das ist das aus den Baujahren. Ja, von 66 ist die ganze Angelegenheit hier. Da haben wir noch die Nationalfahne angebracht. UVD-Zimmer. Ja, guck an, ne? Schuhschlüssel. Ja, vom Schnitt her eigentlich so wie der von 24, aber hier fehlen auf jeden Fall die Tresore. Das ist hier nicht vorgesehen gewesen in diesem Bereich. Was haben wir da noch? Nein, nur eine Stube, keine weitere Bezeichnung. Geschäftszimmer. Schiermeister Insttruppführer. Fantastisch. Richtig gut. Ja, Stube. Da gehen wir jetzt auch noch mal eben kurz rein. Ja, so sieht's aus. Wenn nichts passiert, die Natur holt sich alles zurück, hier wuchert es wie wild. Auch noch offen. Tja. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, ich gehe jetzt noch mal eben eine Runde nach oben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen in der ersten Etage. Wir gehen hier mal in so eine Stube rein.
Hier ist auch nichts zu holen. Was haben wir hier noch? Aha, ja. Stube 118. Ich denke, das Teil ist auch noch original aus der Zeit. Wer soll das da sonst angebracht haben danach? Wo keiner Zeit und Mühe rein investiert. Wer es wiedererkennt oder wer es dran gemacht hat, darf sich auch gerne melden. Das sind einfach diese kleinen stummen Zeitzeugen. Hier auch. Wunderbar. Wunderbar, das Ganze. Jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Die typischen Gewehraufnahmen in der Wand. Irgendwas noch Persönliches hier. Na, sieht nicht so aus. Ja, hier waren die Namensschilder angebracht, derjenigen, die hier auf der Stube lagen. Hier haben wir uns auch künstlerisch betätigt. Was ist hier los? Nehme ich auf jeden Fall mit. Als Zeitzeugen. Falls jemand fragen sollte, das ist Nova Meyer Henrich. Was ist los für euch, Alter, ey? Was? Das ist das noch von früher? Das ist ja interessant eigentlich irgendwie auch, ne? Das könnte sein. Das hat nie einer abgemacht. Verrückt. Ich lasse es einfach mal dran. Ich blende es euch nochmal ein. Vielleicht lässt sich der hier auch noch finden, wie er es da mal aufgehängt hat. Das ist natürlich irgendwie auch ganz witzig. So, hier ist auch nichts mehr. Gut, ich gehe jetzt hier noch mal weiter durch das Gebäude. Ich gehe noch mal eben nach oben und wenn was Interessantes kommt, schalte ich euch wieder zu. Wir befinden uns immer noch in Block 25 der ehemaligen St. Barbara Kaserne in Dülmen. Ja, zweite Etage, links, links nicht, also wenn man die Treppe hochkommt, rechts vor Kopf. Hier hat man auf jeden Fall eine Durchreiche installiert. Irgendwas wurde hier, konnte hier ausgegeben werden. Interessant, wer weiß, was das war. Das ist auch interessant. Das wird ja auch wohl keiner nachträglich dahin gebastelt haben. Das wird ja dann auch wohl hier eingebaut worden sein. Und das ist eben kein Bundeswehrinventar, sondern irgendwie selbst gebastelt. Deswegen ist es wahrscheinlich hier verblieben. So, die Türen sehen so aus. Irgendwelche Hinweise noch? Nee, das ist nur der Hersteller, der auf dem Schild steht. So, wir gehen hier noch einmal kurz rein. Nichts weiter zu sehen. Mal gucken. Mein Gott, das Fenster mal zumachen, ey. Na, das zieht hier wie Sau, aber geht gar nicht mehr zu. Ist alles total verzogen, die Scheiße. Ja, gut. Dann nicht. Tür wieder zu. Nehmen wir hier nochmal eben Flux die Räume ab. Hier ist interessant, hier haben wir noch wieder so eine Fliese auf dem Boden. Ich glaube in der Freiherr vom Stein Kaserne in Coesfeld, da waren glaube ich auch die Flure mit so etwas groberen Fliesen versehen. Erinnert mich da irgendwie jetzt dran. Haben wir hier noch auch nichts, wo man noch irgendwas Love Parade vor 2000, guck dir das an,
alles noch Zeitzeugen hier aus der Zeit, wo das noch aktiv war. Auch nichts gut. Hier ist der Sanitärbereich wieder. Das lassen wir auch alles jetzt. Ne? Auch nicht mit zu vielen Details. Ah, das ist auch immer schön. Unterhose hinter mit Nummer allem drum und dran. Gut. So. Ich werde noch einen kurzen Blick auf den Dachboden werfen. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Hier ist auch noch was gemalt worden. Vielleicht auch einfach nur Achtung. Haut euch nicht den Kopf ein. Hier waren auf jeden Fall Monteuranzug. Das hat aber irgendwer hier noch so drapiert, denke ich. Sonderbekleidung. Guck an. Ich gehe mal einmal näher dran. Gucken wir hier nochmal eben. So. Ja. Auch wieder ausgebaut. Da ist noch diese Dachnische. Sind ja alle neugierig. Dachboden rechts. Ja, das ist allerdings komplett verschlossen, da machst du nichts. Hier noch einmal reinschauen. Da haben wir wieder das typische Käfigsystem, nenne ich es jetzt mal, wo entsprechende Unterlagen der einzelnen Züge oder wie auch immer das hier gegliedert war, untergebracht waren. Da hat der Spieß auch bestimmt ein paar Klamotten mal eingelagert gehabt. Gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Block 25. Das ist eine alte Aufbewahrungskiste sogar. Wir gucken jetzt mal, dass wir in den Block 26 und auch 27 noch reinkommen. Ja, der Block 25 nochmal von außen. So sieht das hier aus. Und jetzt haben wir hier den Unterrichtsraum. Und da habe ich gesehen, den kann man begehen und den begehen wir jetzt auch. Ich werde aber nicht der Unterrichtsraum, der dann an Block 26 liegt, der ist nicht begehbar. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt. Das probieren wir dann auch gar nicht mehr aus. Da können wir diesen hier als Stellvertreter für die anderen U-Räume mal eben kurz abfilmen. Hier ist auch alles raus. Hier ein bisschen Akustikdecke hat man da mal eingezogen. Was haben wir hier noch an dem... Nicht, dass ich jetzt hier alles auseinanderwerfe. Na, da ist nichts mehr dran zu erkennen. Ja, weiß man nicht, an der Fläche mal angebracht war. Das hat auch alles leider in desolatem Zustand. Ne? Ist die Decke runtergekommen. Alles Wasserschäden. So, gut. Dann wieder raus aus dem Teil hier. So. Steht die Backup-Einheit. Einen Kleiderständer nehmen. Und dann haben wir hier vorne Block 26. Da vorne steht auch schon ein Fenster offen. Das sehe ich. Vielleicht macht es aber Sinn, einmal von vorne auch rumzugehen. Wenn da die Tür offen steht, ist es natürlich sehr viel einfacher, da rein zu gelangen. Ja, werfen wir einmal kurz einen Blick hier durch das Fenster. Ach komm, wir gehen hier rein, das ist doch super. Hier ist so ein oller Dings. Ist noch so ein oller Kasten da drunter, da kann man draufsteigen. Dann haben wir das doch schnell geschafft. Ja, super. Und dann bis dann. Ja. So, der Dexter bleibt mal draußen. Hier ist wirklich auch alles voll mit Scherben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bitte?
Nee, brauche ich nicht. Danke, danke. Kurze Absprache noch getroffen. So, hier haben wir schon das erste wunderbare Relikt vergangener Tage. Wir befinden uns in Block 26 der ehemaligen St. Barbara-Kaserne zu Dülmen. Hier ist auch von Besitz nicht erkennbar, was es genau war oder wer hier untergebracht war. Hier ist schon mal eine bauliche Besonderheit. Wir haben den UVD-Raum auf der anderen Seite, der mal reinkommt. Der ist nämlich hier rechts. Bei anderen beiden Kompanien war der nach links ausgeschlagen. So, in der Kompanie, wo ich in Aalen war, ja, war der einmal rechts und auch einmal links. Wir sind dann irgendwann mal umgezogen in ein anderes Kompaniegebäude. Gut, dann nehmen wir hier jetzt auch nochmal eben ab. Das Ganze. Ich hole noch mal irgendwie, ist hier noch was zu erkennen. Warten Sie, Stubenbezeichnungen sind da, Haupteingang steht da drauf und hier auch Fernsehraum, Block 26, genau, da sind wir auch. Uftskeller, ne? Eingang Nord, alles hier. Alter Schwede, ey, es ist alles kaputt gekloppt. Auch keine Schilder mehr da. Auf irgendeinem Foto, genau, in der Facebook-Gruppe, glaube ich, von der 205 war das, wenn ich mich nicht vertue. Da hatten wir auf einem Foto noch, guck mal, hier ist auch wieder richtig rustikal, mit so, ja, auch wie so einem groben Backstein irgendwie gepflastert. Da hatten wir auf jeden Fall noch eine Stubenbeschriftung mit Dienstgrad und Name. Kann natürlich sein, dass die auch schon jemand entfernt hat. So als Andenken kann ich auch alles irgendwie nachvollziehen. Aber ja, vielleicht finden wir das gleich noch, wenn wir in diesen Block da reinkommen. Das wäre nämlich der hier vorne gelegen, die Nummer 27. Das ist auch der mit Sicherheit am besterhaltenste Block. Hier haben wir auch wieder eine bauliche Besonderheit. Hier haben wir zwei Treppenaufgänge. Hatten wir gerade auch immer nur einen Treppenaufgang. Dann hat er die Kurbel von der Zuluft, von der Lüftungsanlage vom Bunker drapiert. Hier riecht es auch nicht gerade angenehm irgendwie. Ja, komm, immer einmal noch flott hoch. Nehmt euch da jetzt mit. Ah, hier ist wirklich viel kaputt gemacht worden. Ah, da haben wir doch auch diese Balkone, Balkons, dann gehen wir gleich mal drauf und werden da wunderbar abstürzen. Kein prima, das sollte sein letztes Video sein. Ich traue mich da gleich drauf zu gehen. Doch, tue ich. So. Da kommt das Backup. Ja, vorne ist dicht. Nein. Da geht nichts. Ich komme gleich dann hinten wieder raus. Alles klar. Super. Ja. Beneidenswert, ja. Wer hatte denn Zugang hier? Aber mit diesem komischen Sanitärbereichsfliesen ist das hier ausgelegt. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Wer dazu was sagen kann, immer rein damit in die Kommentare. Das waren wahrscheinlich hier Kabel. Diebe, vermutlich waren da noch viele Kupferelemente drin. Gehen wir nochmal eben hier weiter. Ja, hier gibt es wirklich nicht viel zu sehen, außer hier irgendein Schutt von irgendwelchen Gelagen. Nochmal weiter. Oh, da steht noch was an der Wand. Ich bin kaputt. Oh ja, den Spruch habe ich auch schon mal gelesen. Ich lasse mich den mal so eingeblendet. So. Habe ich doch hier gerade noch irgendwas gelesen? Nee. Never gonna give you up. WC-Dusche. Ja, gut. Das ist jetzt alles nicht
Alter. Hello, my name is. Ja, genau. Irgendwo Sprühdosenhersteller. Auch uninteressant. Das ist nicht von früher mit Sicherheit. Ja, wir machen jetzt hier mal so One Take Mission. Oh, ist das geil. Ja, da muss man natürlich noch anmalen mit so einem doofen Bart. Ne? Und ein Hakenkreuz. Das war. Kommt immer super. So, mal ein bisschen ausleuchten. Ich weiß nicht, wie man es sehen kann. Auf dem Schild steht auf jeden Fall Ausbildungsziel. Und das soll bedeuten, bis zum Ziel der vollständigen Ausbildung ist es ein weiter und steiler, also entsprechend harter Weg. So. Oh, hier haben wir aber auch nachträglich nochmal richtig fiese reingebracht. Mein lieber Herr, Gesangsverein. Das ist im Endeffekt genauso wie in einem anderen Block auch. Allerdings gibt es hier keine Durchreiche. Das ist hier, keine Ahnung, das ist hier so ein Unteroffizier-Partyraum, obwohl da stand Unteroffizier-Keller, stand da gerade, glaube ich. Aber auf jeden Fall nochmal einen Blick wert. Ich lasse nochmal ein bisschen verweilen. Gehen wir mal rückwärts raus hier aus der Szene. So. Ja, das gibt es doch gar nicht. Hier sind auch noch Niederstellung verharren wir nun bis zur Entwarnung. Da gibt es auch noch, das ist ja alles geil. Wie verhalte ich mich bei ABC-Alarm auf dem WC? Ah, da hat einer ein bisschen Soldatenhumor, haben wir hier jetzt. Hat sich einer kreativ ausgelassen. Hier auch. Das ist toll. Super, dass ich diese Dinger noch finde hier. Gleich werden wir wissen, ob sie sich ans Kriegsvölkerrecht halten. Ja, das könnte sein. Ja, fantastisch, fantastisch. Hier sind sie. Hier sind sie alle. Der Kanonierhering. Super. Und der Stuftotter, der war hier. Der Gruppenführer. Fantastisch, Gruppe 1. Ah, super, super, super. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Ding hier für die Nachwelt gesichert haben. Das bleibt natürlich auch alles so, wie es ist. Vielleicht finden wir noch mehr Schilder. Dann könnte es doch noch ein bisschen ausufern hier. Hier überall noch wieder Soldatenhumor. Hier auch alles voll davon. Hier noch mehr. Das war das, der Unteroffizier Machelet, würde ich sagen. Und die ganzen Kanoniere. Ja, fantastisch. Noch einmal ranzoomen, dass man es auch richtig sehen kann. So. Es ist leider saudunkel hier oben. Also hier sind die gesamten ehemaligen Waffenständer, sind hier auf jeden Fall beschrieben. So, das ist leider nicht mehr da. Haben wir noch was? Mal kurz so herblenden, dass man einfach nur mal eben so einen groben Eindruck hat davon. Weil das jetzt en detail auszuleuchten, das macht mir auch nicht wirklich Freude. Wird auch alles zu lange dauern. So. Hier sind auch, oh, hier ist auch noch ein Stufenschild. Das ist leider auch nicht mehr richtig zu erkennen. Die Namen sind irgendwie ab. Ja. Da ist auch nichts dran. Hier wohnt ein Geist. Ja. Der nächste Balkon. Genau. Super. Super. Hier durfte auch gemalt werden. Das ist auch nicht. Essen mit der ABC-Schutzmaske. Also. Ja, komm, ey, einmal noch auf den blöden Dachboden, wobei der mit Sicherheit nicht interessant sein wird. Mal gucken. Ja, das hier nochmal durch. Ja, das Übliche, ne? Die
typischen Gitterboxen eben. So, alles klar. Akku sparen. Ich verlasse jetzt den Block und wir bewegen uns jetzt zum Block 27 bereits. Und da bin ich mal echt gespannt, ob wir da reinkommen in die Kiste. Bis gleich. So, rechte Seite, der Unterrichtsraum vom Block 26. Eieieiei, super, gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind. Hier ist auch nochmal eine schöne Wandmalerei. Ah, der Feldartilleriebataillon, guckt euch das an. Das ist das in groß, was wir gerade in klein gesehen haben. Ah ja, guck mal hier, und dann haben wir da noch die Kanonen auch noch angemalt. Ach, perfekt. Wunderschön. Wunderbar, gut, dass wir hier waren. Das ist irgendwie wahrscheinlich so eine Art Tafel da vorne. Ja, gucken, ob ich noch mal näher rankomme an die, an das Gemalte. Aber das scheint hier alles. Hier auch noch rein leuchten. Nee, hat gar keinen Sinn, fürchterlich. Okay, so, schnell wieder raus. Ohne mir die Pulsadern aufzuschneiden. Und jetzt haben wir hier vorne das große Glück, dass das Fenster offen ist. Also gehen wir jetzt in den, nach meinem Dafürhalten, besterhaltensten Block hier auf dem Gelände. Den Block Nummer 27. Et voilà. Was haben wir denn hier alles schon? Die Stühle, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich die Privatangeschaffte sind, denke ich. Das kann ich schwer beurteilen. Das hier auch von irgendeinem Unteroffizierkorps oder so. Als ich das mal angeschafft habe, privat. Eieiei, ich habe die Befürchtung. Ist auch geil, wer schneidet das denn da raus? Ich habe die Befürchtung, dass wir hier gar nicht weiterkommen. Hier fehlen überall die. Ah, doch. Ja, Leute. Ja, Leute, was ist das denn hier? Was haben wir denn hier gemacht? Irgendwelche Stellwände, USB-Platte, keine Ahnung, ob das noch irgendwer genutzt hat. Das ist so eine Art Übhaus. Ja, hier, ich habe jetzt keine Lust, das aufzutüllen. Das lassen wir jetzt so, wie es ist. Wir sind hier im Vorraum, den hatte ich im letzten Video ja schon einmal von außen gefilmt. Gucken wir mal dahinter, wie es da noch aussieht. Ich filme jetzt trotzdem noch einmal eben drüber her hier. Über die Situation. Und jetzt gehen wir hier eben durch. Was haben wir hier? Fluchtrettungsplan. Auch gut. Hier haben wir noch eine Feldkanone an die Mauer gemalt. So, jetzt UVD-Zimmer. Euch das an. Schauen wir mal, ob es offen ist. Ist leider auch zu. Okay, kommen wir nicht rein. Mäst du nichts dran, ne? Ist halt so. Ich finde da rein. Ich weiß nicht, was da drin ist. Vielleicht sind wir gleich schlauer. Vielleicht auch nicht. Zustand her ist das hier allerdings hier nicht unbedingt sagen der schönste Raum. Das hat man, das ist dann nicht der schönste Block. Das ist hier so ein kleiner Blender, ja, weil man nämlich von außen durch das. Haha, da haben wir doch wieder einen Namen. Guckt euch das an. Der Oberfeldwebel Missal würde ich den jetzt. Der Versorgungsdienstfeldwebel. Also, was sprechen den Mann? Was wollte ich sagen, wenn man vorne durch den Haupteingang reinguckt, dann sieht das hier noch sehr ordentlich aus, auch aufgrund der Bestuhlung und so weiter. Aber wenn man hier drinnen ist, ist der Zauber doch recht schnell auch verflogen, dieses Gebäudes. So, hier haben wir nochmal zwei Oberfeldwebel, ehemalige. So, zack.
abgelichtet. Der zweite Eingang. Aber hier noch. Hier nur Pfandflaschen. Das Blut. Die Sanitärbereiche. Vorratsraum, Versorgungsdienst für Erhebe. Ja, das ist eine Schaufensterpuppe, ein Teil davon. So, hier hängt irgendeine Jacke drüber. Ja. Damentoilette. Ja, damals war man ja auch schon so weit. Hier. Richtig. Schnell hier hoch. Ja, nur eben grob drüber her hier. Fedora, den Hauptfeldwebel. Hannig haben wir hier. So. Ja, eben kurz gucken, ob der auch seine Arme hier ordentlich hinterlassen hat, der Karabas. Schauen. Ja, okay. Also, das waren hier dann wirklich einfach auch nur Büroräume. Aber mit der Toilettenfliese. Also, ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Ein bisschen stillos irgendwie, ne? Ja, hier ist leider auch sonst kein Hinweis zu sehen. Oh, da ist noch schön. Sind hier keine weiteren Schilder. Mal eben flotti nach oben. Aufenthaltsraum. Der ist leider verschlossen. Der U-Raum. U-Raum, Unteroffizierraum. Wahrscheinlich. Hier hat man ein schönes Fachwerk angebracht. Ja, ein paar Spots. Das ist der andere Raum, wo wir gerade nicht reinkamen. Ja. Gut. Der gefließte Raum vorhin, der war schon eine Ecke cooler. Okay, hier nochmal eine Tür. Dinger da dran, dass man da nicht durch das Glas läuft, oder gegen das Glas läuft. Dass auch jeder Trottel sieht, dass da eine Glasscheibe drin ist. Okay, hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir noch ein paar Kameraden. Aha, der Stift Schröder war hier. Und der HG-Zeitink. Ihr seht es. Alter Schwede. Ist auch alles gut voll Wasser gelaufen hier. Hier sind auch noch welche. Hier sind auch noch. Ich nehme die alle mit. Das ist doch irgendwie. Der eine oder andere mag sich da auch wiedererkennen und freut sich dann da vielleicht auch drüber. ZBV erster Zug. Auch ZBV erster Zug. Oh ja, hier ist richtig. Hier ist auch richtig Wasser drin. Das ist alles komplett. Im Arsch, auf Deutsch. ZBV Batteriefeldwebel. Auch der Batteriefeldwebel. Hauptfeldwebel. Zahn. Putzraum, blablabla, Duschraum. So. Gehe ich nicht hoch. Nein, gehe ich nicht hoch. Aber in diesem Gebäude gehe ich jetzt einmal in den Keller. Habe ich mir nämlich vorhin ausgespart, weil die eigentlich auch immer dasselbe zu bieten haben. Aber vielleicht treffen wir hier noch auf irgendeinen
Und du jetzt hier Partyraum oder so. Dann schauen wir uns doch noch mal einmal kurz an hier, wie das hier aussieht. Oh, das ist schon mal nicht so verheißungslos. Der doch. Okay. Was hat man hier gemacht? Oh, hier war eingesperrt. Es ist ziemlich warm hier im Keller. Da geht's in den Bunker. Aber da gehen wir jetzt gar nicht rein. Ja. Ist auch nix. Ja, da liegt noch irgendwas rum. Ach komm, vergiss es. Irgendein Verbandmaterial oder so ein Käse. Hier auch die ganzen Kabel alles rausgeklaut. Der hier ist wesentlich mal von innen angemalt. Steht da noch was dran? 05 auf jeden Fall. Ist auch nichts mehr dran. Und auch nichts drin. Stinkt auch hier. Ja. Die Luftversorgung. Ja, auch alles rausgeräubert. Ja. Einzelne Unterteilungen, so Truppkeller oder sowas. Bei uns hieß das immer so, glaube ich. Ja. So. Hier ist der zweite Bunker. Ja, hier ist wieder der Stiefelputzbereich. Hier steht auch noch einer dieser Stühle. Dann haben wir hier vorne. Oh, man könnte noch für eine Nutzung hier sprechen. Da liegt auf jeden Fall einiges an Dosenpfand. Aber ich lasse es dem, überlasse es dem Sammler, vielleicht holt das ja wieder ab hier. Gitter. 19. Kommst du nicht drin? 20. Hier ist noch ein Abgang zum Bunker. Ja, wie das jetzt genau geschnitten ist, weiß ich nicht. Hier mal einmal gucken, oder ist es hier der Ausgang? Nee, ist es nicht. Okay. Das ist auch ordentlich. Ah ja, gut. Auch der übliche Gewehrständer hier, der übliche Schimmelbefall. Hier sind die Teile für, wenn Wasser im Keller steht, damit man sich hier trocken am Fuß bewegen kann. Ja. Da steht der Kopfpolster von 463. Ja. Gut. Also wieder raus hier aus der Bude. Dann sehen wir uns gleich. Ja, nach der ganzen Rennerei hier gerade, der ganzen Hektik, bin ja doch etwas schneller auch durch die Blöcke gehuscht. Aber wenn du die natürlich alle so ganz langsam durchgehst, da bist du hier in Stunden noch nicht fertig. Von daher habe ich versucht, euch die Eindrücke oder das, was man hier noch sehen kann, bestmöglich darzustellen. Und um jetzt, wir sind ja mitten in der Vorweihnachtszeit, heute ist der dritte Advent, noch auch ein bisschen besinnlich zu werden. Haben wir, beziehungsweise habe ich noch was vorbereitet und dazu gehen wir hier nochmal in den Block 25 in den Keller. Da waren wir nämlich noch nicht. Und so. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem besinnlichen Ausklang. Wir sind hier in einem, also übrigens das da hinten, das Ding da, das Schnäpschen, das ist nicht von unserer Stadt hier schon, dass ihr jetzt denkt, wir hauen uns hier die Rübe dicht. Das war hier irgendein Offizier, Unteroffizier, Partykeller, das weiß ich jetzt auch nicht, steht auch nicht dran, aber naja, da wir den dritten Advent haben, haben wir ja auch drei
Kerzen an. Dann haben wir hier so ein bisschen improvisiertes Tannengrün, wie der Soldat das gerne macht. Und zwei Bierchen und die pfeifen wir uns jetzt hier mal eben rein. So. Herr Wills, bitte. Ja. Scheinen Sie zu Tag, ne? Oh, ja, bitte. Die waren jetzt auch die ganze. Tja, da war der Akku leer. Das muss ich mal eben kurz tauschen. Die Büchsen haben wir schon aufgemacht. Und ja, dann stoßen wir mal an. Auf einen schönen dritten Advent. Auf einen schönen dritten Advent. Genau, und wir wünschen euch, ihr werdet das nämlich am vierten Advent erst sehen, einen schönen vierten Advent. Prosit. Oh ne. Ein Bierchen, ne? Ja. Ja, so ist das. Na gut, ich beende jetzt auch hier das Video aus dem Keller. Also nur mal eben zur Beleuchtung hier. Das ist eine ganz, da haben wir eine Taschenlampe genommen, einfach auf den Tisch gestellt und die reflektiert hier oben, das Licht reflektiert wunderbar an der Wand und so hat man hier eine ganz entspannte Atmosphäre kreiert. Dieses Taschenlampe auf den Boden stellen, das macht auch immer der Stefan Schanz vom Kanal Made by Schanz. Da habe ich mir das gerade mal so ein bisschen abgeguckt, sage ich mal, die Idee. Nämlich eben improvisiert. Ich wollte aber eigentlich das Video an dieser Stelle beenden und nicht über Ausleuchtetechniken sprechen mit euch. Es wird, das weiß ich noch nicht genau, eventuell noch auf zu Heiligabend noch ein Video geben. Ein, zwei Sachen gibt es da sicherlich noch, die ich hier dieses Jahr filmen kann oder möchte. Da darf man noch gespannt sein. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr das noch nicht vorher gesehen habt, den Kanal. Ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich auch immer darüber, wenn Leute kommentieren. Und ich wünsche euch alles Gute, besinnliche Vorweihnachtszeit noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Mein Gott, nochmal. So. Ich hatte gar nicht zu meinem Anzug heute gesagt. Ich habe hier den Smock und auch die Einsatzkampfhose der Firma Tech Gear an in dem belgischen Jigsaw-Tarn. Dazu trage ich einen verrückten Hut in derselben Tarnfarbe der Firma Arctis. Musste ich mir aus England extra kommen lassen. Hier in Deutschland war irgendwie nichts verfügbar in diese Richtung. Ja, vielleicht bei irgendeinem Armeewarenhändler, das mag sein, aber im Internet habe ich da nichts Adäquates gefunden. Also, um das zu komplettieren, habe ich mir das Ding dann da aus England besorgt. Ja, bin ich ganz zufrieden mit. Na, und niemand soll mir vorwerfen, ich würde keine bekloppten Hüte tragen. Das wäre das Schlimmste, was man mir unterstellen könnte. Ja, das waren jetzt auch wirklich die letzten Worte. Tschüss! So.